Was geht ab, Leute? In dieser Ansicht hier haben wir uns schon länger nicht mehr gesehen. Ich dachte mir, ich mache es dieses Jahr nicht nur zur WM, sondern auch zur EM, also zur European Darts Championship, die jetzt dieses Wochenende stattfindet. Eine gute alte Prognose. Und wisst ihr, was ich lustig finde, wenn ihr euch das Thumbnail dieses Videos anschaut? Wenn man das mal vergleicht, früher waren eigentlich immer Wright, Van Gerven und Price drauf, ne? Auf diesen Thumbnails. So. Aber es hat sich so viel getan in den letzten Jahren, das ist wirklich crazy. Also es ist wirklich verrückt, was die letzten Jahre sich an dieser Weltspitze getan hat. Ich meine, Martin Schindler geht in dieses Turnier als die gesetzte Nummer 1. Wir sehen das hier auch an den Zahlen, also hier seht ihr das, hier oben. Und das Ganze wird mal wieder Freestyle-mäßig von mir eingetragen, während ich das hier drehe. Nicht wundern, wenn ich die Textbox starte, dann steht immer so ein Standardtext drin, der bei jedem Programm, wo du mit Text arbeitest, eigentlich immer steht Lorem Ipsum oder so. Keine Ahnung, ich zeige euch das mal ganz kurz, wie das aussieht. Also wenn ich jetzt hier meine Textebene auswähle, dann steht das da so. Also Lorem Ipsum spielt leider nicht mit dieses Mal. Schade, hätte ich sonst auch ganz vorne gesehen. Aber ich denke mal, ihr checkt schon, was ich meine. Und dann werde ich das gleich eintragen, je nachdem, wen ich da weiter vorne sehe. Und am Ende kommen wir dann natürlich zu einem Ergebnis. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, welches das sein wird. Weil ich habe mir den Draw mal wieder nicht angeschaut. Es ist ja auch kein richtiger Draw, es ist eine Setzliste. Deswegen, ne, ihr könnt euch immer merken, diese Zahlen hier geben immer zusammen 33. So läuft das nämlich immer ab. Danke für den Support auf die letzten Videos, Leute. Es ist wirklich sehr, sehr schön, wieder da zu sein. Und ich versuche nach wie vor, ein Video die Woche rauszuhauen. Und diese Woche passt es mit der Darts EM natürlich ganz gut, würde ich sagen. Ja, fangen wir mal direkt an, ohne lange rumzuschnacken. Martin Schindler gegen Dirk van Dijvenbode ist das erste Spiel in diesem Baum hier. Und nach der Saison, Leute, werde ich da auf jeden Fall Martin die Chance geben. Van Dijvenbode ist noch nicht so wirklich wieder on fire. Der kann aber super spielen. Es wird auf jeden Fall auch kein einfaches Spiel für Martin. Definitiv nicht. Aber der hat 2 Euro-Tours dieses Jahr gewonnen. Der ist die Nummer 1 in dieser verdammten Liste. Stellt euch das mal vor, früher. Unglaublich. Und deswegen sehe ich ihn hier nicht in Runde 1 ausscheiden und ihn gegen Dirk van Dijvenbode gewinnen. Das nächste Spiel, und da werden die Gegner, beziehungsweise der Gegner von Martin, dann rausgesucht. Da haben wir Gervin Price gegen Daryl Gurney. Und Gurney spielt dieses Jahr auch wirklich besser als die letzten Jahre. Aber ich glaube, Price hat echt noch wirklich viel Power drin, die er dieses Jahr noch nicht so richtig zeigen konnte. Und es ist halt einfach auch ein Major. Man darf nicht vergessen, es hat zwar mit der European Tour aufgrund der Setzliste was zu tun, trotzdem ist es ein Major. Es hat am Ende des Tages, ist es wie ein eigenes Turnier. Sieht man auch daran, dass zum Beispiel Gary Anderson dabei ist, obwohl er nur ein paar Europeans dieses Jahr gespielt hat. Aber hier sehe ich auf jeden Fall Gervin Price durchgehen und ihn dann gegen Martin Schindler in der nächsten Runde spielen. Wir machen das wie immer. Ich gehe erstmal die Bäume entspannt so durch und dann machen wir die nächste Runde und die nächste Runde und die nächste Runde, ne? Okay. Ryan Searle gegen Raymond van Barneveld und ich muss sagen, wisst ihr, was mich immer ein bisschen nervt, wenn Barney irgendwie spielt und dann ein gutes Spiel hat und dann wird gesagt, ja, Vintage Barney. Also der spielt immer noch so gut, ich finde, man kann da kaum von Vintage reden, weil er spielt nach wie vor extrem krass. Ich meine, man sieht, dass die Dämonen wieder da sind bei ihm, ne? Also der ist wieder sehr mit sich am Hadern und Sachen, die er nach seinem Comeback ja alle gar nicht mehr machen wollte, aber am Ende des Tages ist er auch ein Mensch in einem Alter, wo es sich dann auch langsam irgendwann schwierig ist, noch massiv zu verändern, würde ich sagen. Und deswegen würde ich in der Situation für, also würde ich einfach sagen, dass Ryan Searle bei Majors speziell einfach ein bisschen die Nase vorn hat und deswegen sehe ich Searle gegen Raymond van Barneveld durchgehen und in Runde 2 stehen. Der Gegner ist für mich relativ eindeutig, das ist Ross Smith, da schreibe ich den Nachnamen mal dazu, weil wir sehen ja gleich, da kommt noch ein gewisser Michael dazu. Ganz einfach, weil Ross Smith für mich einer der besten Spieler der Welt ist und Luke Woodhouse wirklich in allen Ehren kann super Darts zocken, keine Frage, aber Ross Smith sehe ich da einfach so extrem vorne und ihn so in der Power Position in diesem Spiel. Woody hat sich ja gerade auch so noch qualifiziert, ich meine, er ist jetzt Platz 24 durch das letzte Turnier nochmal gekommen. Davor sah es ein bisschen enger aus, aber ja, ist ganz in Ordnung. Dave Chisnell gegen Michael Smith. Und da wird sich Dave Chisnell auch gedacht haben, yo, warum ist Michael Smith denn auf Platz 29 in dieser Liste? Also, das ist ein sehr, sehr undankbares Los für beide, würde ich sagen. Also, es ist für beide wirklich nicht nice. Ich sage aber, dass Chizzy dieses Spiel gewinnt, weil ich Michael Smith irgendwie dieses Jahr nicht mit dieser Power-Serie, Lorem Ipsum wird es leider auch nicht sein. Ich sage, Chisnell macht das und besiegt den Bullyboy in diesem Spiel. Boah,
Gian Van Ween gegen Richie Atthaus. Ey, wenn man sich mal überlegt, was der Richie Atthaus vor ein paar Monaten gezockt hat, ne? Aber auch der Van Ween ist so brutal. Das ist ein richtiges 50-50-Spiel, würde ich sagen. Ich gehe trotzdem mit dem jungen Holländer und sage, dass, weil es einfach ein Major ist, da sehe ich Van Ween einfach ein bisschen vorne. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendeinen Sinn macht, ob er bei Majors jetzt deutlich besser abgeschnitten hat als ein Atthaus. Ich glaube ja. Ich denke irgendwie, dass da für Richie Atthaus aktuell nicht mehr die Power drin ist wie vor ein paar Monaten, aber der kann natürlich auch wie alle in dieser Liste, ich meine, das sind alles Top-Spieler, super zocken und ja, das wird ein knappes Ding, denke ich. Michael van Gerven gegen Gaga, habe ich gar nicht gewusst, dass die gegeneinander spielen zum Beispiel, sehe ich jetzt zum ersten Mal und Van Gerven ist einfach wirklich gut, ne? Also Van Gerven hat in letzter Zeit auch wieder viel, viel besser gespielt als noch vor ein paar Jahren und die neuen Darts scheinen ihm auch wirklich gut zu gefallen und da sehe ich aktuell eigentlich wirklich nur einen Sieger und das ist Lorem Ipsum, nein Spaß, da sehe ich wirklich nur Van Gerven, der danach gegen Stephen Bunting spielen wird. Bunsting ist es nicht, Bunting. Warum sehe ich das so? Ich glaube, dass Gary Anderson wirklich gegen einen Bunting, der so viele Players Championships alleine jetzt im Finale war, war er drei Tage am Stück im Finale oder war er zwei Tage am Stück im Finale und hat das letzte dann noch Halbfinale gespielt, also komplett wahnsinnig. Auch wenn Anderson in der Formtabelle der Averages immer super weit oben steht, glaube ich irgendwie daran, dass Stephen Bunting Klöten auf den Tisch packt sozusagen und sich das Ding holt. Interessantes Ding, würde ich sagen. Könnte auch natürlich in Garys Richtung gehen. Aber also ich würde mich auch mehr freuen, wenn Gary gewinnt, weil ich einfach natürlich nach wie vor ein riesen Gary Anderson-Fan bin. Aber trotzdem denke ich, dass Stephen Bunting das an der Stelle macht. So, weiter geht's mit dem unteren Baum. Da haben wir jetzt zuallererst Luke Humphreys gegen Nathan Aspinall und am Weltmeister, ja perfekt, das ist die Schriftgröße hier anders, der Profi. Am Weltmeister führt aktuell aber nichts vorbei, würde ich sagen und deswegen machen wir hier mal den Luke Boah, muss ich mich aber hier erstmal konzentrieren, dass ich jetzt richtig schreibe. Luke Humphreys hin. Aspinall aber trotzdem gefällt mir gut nach seinem kleinen Comeback jetzt, nach seiner Verletzungspause. Ob es jetzt gegen Lorem Ipsum gereicht hätte, kann ich nicht sagen, aber gegen Luke Humphreys wird es nicht reichen. Trotzdem aller Ehren wert, wie der sich zurückkämpft und da werden wir auf jeden Fall noch ganz viel von hören in nächster Zeit. Und das ist auch, jetzt kommt wieder so ein richtiges Klassiko. Doby gegen Clayton und Clayton, ey ganz ehrlich, ich schreibe den da jetzt auf, weil es gefällt mir wirklich, was der Mann die letzten Wochen da zockt, ne? Der kämpft sich durch Spiele durch, der gewinnt teilweise krasse Sachen gerade. Vor 6 Monaten hätte ich da 1000%ig Doby hingeschrieben, aber ich glaube, dass Clayton wieder so ein bisschen mehr Blut geleckt hat und dass der dem Doby das Leben so schwer machen wird, dass er das Ding am Ende gewinnt. So, dann haben wir Rob Cross gegen James Wade. Oh, das ist auch, also das ist ja auch schon wieder so krass. Also hier sind schon wieder sehr, sehr viele England-Flaggen in der nächsten Runde gesetzt, wie wir hier sehen. Da sage ich aber, dass trotzdem Rob Cross das macht, einfach weil ich glaube, dass er bei Majors der bessere Spieler ist aktuell, auch wenn Wade auch in letzter Zeit nicht schlecht gespielt hat, aber trotzdem, bei Cross habe ich so immer das Gefühl, der ist wirklich, der fliegt so krass unterm Radar. Viele Leute haben, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es einer der besten Spieler ist, der wahrscheinlich die Darts jemals in die Hand genommen hat und das darf man einfach nie vergessen und deswegen sehe ich ihn da und das ist jetzt wirklich krass. Peter Wright gegen Jermaine Vatimena und wirklich vor 6 Monaten hätte ich 100%ig Vatimena aufgeschrieben. Jetzt hat Wright plötzlich wieder Bock, aber was der Vatimena da teilweise spielt, jetzt auch bei der Eurotour wieder, ist so brutal gut. Ich glaube, ja, Wright ist Titelverteidiger und das ist der einzige Bonus, den ich ihm gebe, warum er das Spiel gewinnen wird. Aber das kann auch genauso locker entspannt in die andere Richtung laufen. Ich will mich da nicht festlegen. Es ist wirklich einfach nur ein Bauchgefühl gerade, dass wir das jetzt hier so haben. So, dann haben wir natürlich hier The Nuke. Also, der spielt gegen, lustigerweise gegen Andrew Gilding, den er ja auch schon bei der WM hatte. Und ich glaube, dass Littler so sharp ist, dass der den auf jeden Fall, dass der dem Gilding keine Chance lässt. Also, Gilding auch nur Platz 30 in dieser Setzliste. Klar, es ist natürlich nicht einfach, sich in diesen Pro Tour Qualifiern durchzusetzen. Also wirklich, wer überhaupt hier dabei ist, ist es schon sehr, sehr strong. Aber da würde ich tatsächlich Luke Littler vorne sehen. Er wird dann gegen Damon Hatter spielen.
Warte, warum schreibe ich jetzt hier den Vornamen hin? Der ist einfach zu konstant für Ricardo aktuell und wird ihn relativ leicht schlagen. Tut mir leid, ist meine Meinung, kann auch anders laufen, aber ist so ein bisschen meine Theorie an dieser Stelle. Josh Rock gegen Mike De Decker. Oh, also Mr. Inform Mike De Decker, aber Rocky auch aktuell so stark. Ey, was für ein brutal geiles Match, was für eine geile Auslosung ist das denn bitte? Also das hatte ich ja auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Alter, okay, ich würde sagen, dass De Decker das Ding gerade so reitet, dass er das Ding gewinnt gegen Rocky. Aber es ist auch wieder ein ultra, ultra knapper Guess hier an der Stelle. Kann wieder alles passieren. Aber ich meine, wenn man sich mal überlegt, wie der dieses Major jetzt gewonnen hat, der ist schon auf einer Welle gerade. Da sage ich mal, die Reihe weiter. Und da ist für mich sehr, sehr klar, dass er gegen Danny Noppert spielen wird, weil von Joe Cullen kommt aktuell viel zu wenig. Da sehe ich keine Chance gegen Noppi, der ist zu gut und zu konstant. Klar, Joe Cullen, Wundertüte, kann auch sein, dass er wieder mal ein Spiel des Jahrtausends irgendwie rausprügelt, aber kann ich mir an der Stelle gerade nicht so wirklich vorstellen. So, dann haben wir den oberen Baum wieder und haben dann Schindler gegen Price. Das ist wirklich so hart, ne? Ich meine, Martin hat gegen Price gewonnen im Finale auf der European Tour. Und das ist in Deutschland mit deutschem Publikum. Und komm, ich sag einfach mal, Martin gewinnt hier gegen Gervin Price und würde dann in einem Viertelfinale stehen bei einem Major, was wirklich aller Ehren wert wäre. Ist einfach ein Bauchgefühl, kann natürlich auch falsch sein und würde dann hier gegen Ross Smith spielen. Ich hätte gar nicht Ross schreiben müssen, weil ich habe ja Michael Smith hier rausgehen sehen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also da bin ich mir relativ sicher, dass Ross Smith gegen Ryan Searle gewinnt. Ich habe einfach das Gefühl, dass er ein bisschen konstanter ist, dass er ein bisschen mehr Biss auch hat bei den Majors und deswegen sehe ich ihn davon. Ja, Chizzy wird gegen Van Veen gewinnen, weil ich habe mir noch mal ein bisschen mit Chizzy beschäftigt und der ist auch so krass underrated, habe ich so das Gefühl. Das ist so ein brutaler Dartspieler. Er ist hier wieder die Nummer 4 in der Sitzliste. Diese ganze Saison, also als Viertbester hinter Schindler, Humphries, Littler. Also das ist auch ganz, ganz wild und deswegen sehe ich Chizzy hier auf jeden Fall gegen Gian Van Veen gewinnen. Van Gerven wird gegen Bunting gewinnen. Wie eben schon angesprochen, glaube ich einfach, dass Van Gerven hier sogar das entspanntere Los hätte als mit Anderson. Ich glaube, dass Bunting jemand ist, der mental super Probleme hat, mit Van Gerven mitzuhalten. Also mit dieser extrem kampforientierten, körpersprache-orientierten Spielweise. Der wird das mit Anderson leichter haben, weil Anderson da, glaube ich, das einfachere Los ist, was diese Körpersprache angeht. Deswegen mit Bunting gegen Anderson gewinnen und gegen Van Gerven wird es dann nicht reichen. Dann wird hier Cool Hand Luke gewinnen gegen Johnny Clayton. Das ist für mich auch eine klare Sache. Und würde dann gegen Rob Cross spielen. Also haben wir hier ein rein englisches Duell im Viertelfinale. Weil Wright zwar gut drauf ist, aber gegen Rob Cross wird es meiner Meinung nach nicht reichen. Dann haben wir Luke Littler gegen Damon Hatter. Und das ist ja, ach, wow. Ich weiß auch bei UK Open, was die sich für ein krankes Spiel geliefert haben. Und weil ich einfach Bock drauf habe, dass Littler jetzt bei einem Major nach der WM mal wieder richtig schön weit kommt, tippe ich ihn hier eine Runde weiter als Damon Hatter. Und er würde dann, oh, das ist auch krass, er spielt danach gegen De Decker. Damit wir hier wirklich diese ganzen Young Guns sozusagen in einem Baum haben hier unten. Ich meine, wir haben hier unten Rocky drin, wir haben De Decker drin. Wir haben einen Littler drin, das ist halt einfach wirklich brutal und das machen wir genau so hier. Und dann haben wir die Viertelfinals komplett. So, wer kommt denn jetzt ins Halbfinale? Jetzt muss ich mal gucken, dass man das hier irgendwie auch so ein bisschen sieht. Dann zoome ich mal ein bisschen raus hier an der Stelle. So, also, Schindler gegen Ross Smith. Ich sage, dass hier Ross Smith gewinnt. Es kann aber auch genauso gut Martin sein, wie es bei jedem Spiel hier so ist, ne? Aber es ist einfach gerade so ein bisschen mein Bauchgefühl. Ey, wie oft habe ich diesen Satz in diesem Video gesagt? Da kann man locker eine Compilation draus schneiden. Und er spielt dann gegen Van Gerven, der sich hier... Chizzy ist auch so ein Typ... Also Van Gerven hat so einen richtigen Baum, den er, glaube ich, mögen wird. Weil das... Chizzy ist auch jemand, den ich gegen Van Gerven immer so ein bisschen strugglend im Kopf habe. Und dann wäre das Halbfinale hier Ross Smith gegen Michael Van Gerven. Und ich denke mal, das wäre auch schon ein ziemlich wildes Halbfinale.
Hat Ross Smith nicht die European vor 2 Jahren sogar gewonnen? Gegen Michael Smith im Finale? Ich glaube schon, ja. Und dann haben wir hier, oh, ist das krass, ey. Das sind so gute Spiele, das sind so gute Spiele. Aber es führt doch kein Weg dran vorbei. Mann, was soll ich denn machen? Der Typ ist so gut, also der ist so konstant. Und dann spielt er hier in der nächsten Runde gegen Littler und dann haben wir schon wieder das krasseste Halbfinale, was man sich wünschen kann. Also, ich weiß noch, als ich bei der WM, das war ja das einzige Video, was ich 2023 hochgeladen habe, beziehungsweise, glaube ich, Anfang Januar noch, als ich bei der WM war, aber da hatte ich Littler auch schon so weit und alle haben gesagt, Alter, was erzählst du denn da, Marcel? So niemals kommt der so weit. Aber ja, wir sehen, der Junge hat alles dieses Jahr gemacht. Der hat die Premier League gewonnen. Ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, wie unfassbar gut dieser Junge ist. Und da wird auch für Mike de Decker hier Schluss sein. Vor allem die Formate werden dann hier auch schon, ich weiß nicht, ich glaube, die werden hier schon deutlich länger. Und da ist dann Littler einfach stärker als de Decker, der sich da natürlich auch nicht mehr auf den Satzmodus verlassen kann, sondern Leg-Modus. Und Leg-Modus gegen den Littler ist brutal. Das ist brutal. Deswegen spoilere ich mal hier schon mal, weil hier kann man das gut lesen, dass Littler hier auch durchgeht gegen Humphries. Also das ist halt absolutes 50-50-Ding, was soll ich sagen, so wie alles hier irgendwie, aber ich sage, der geht da durch, wegen des längeren Formats, hat er auch schon im Premier League Finale gezeigt und ich sage auch, dass Littler uns einen Neuner bescheren wird bei dieser EM. Und der obere Baum, jetzt müssen wir echt ein bisschen rauszoomen, damit wir das überhaupt noch sehen, ich versuche das mal so ein bisschen so zu machen, dass es hier irgendwie geht, ja, so geht das. Dann schreibe ich hier unten als Finalgegner Van Gerven auf. Dann haben wir Littler gegen Van Gerven im Finale. Und das Ding wird gewinnen Van Gerven. Also Michael Van Gerven gewinnt meiner Meinung nach die European Darts Championship 2024 in einem geilen Finale gegen The Nuke. Aber ich glaube, da wird sich die Erfahrung und der Kampfgeist durchsetzen. Littler hat so viel Zeit, den wird es auch nicht so jucken, glaube ich. Und ich glaube, dass Van Gerven das Ding gewinnt. Was ist eure Prognose? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was seht ihr anders als ich? Was seht ihr genauso, wie ich sehe? Schreibt mir das gerne alles. Eure Prognosen interessieren mich sehr. Heute Abend geht es ja auch schon los, die wilde Fahrt. Und ich habe auf jeden Fall sehr Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann nächste Woche beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin anständig, Leute. Werft ein paar dicke Darts. Und wir hören uns. Haut rein. Ciao, ciao.